So, weiter geht's hier bei dem Reliktrennen. Ja, ich habe jetzt ein paar tolle Sachen gekauft. Das heißt, wir haben jetzt 65% Bonus. Das ist insofern sogar ganz nice, weil ich habe gesehen, es gibt eine Challenge dafür, dass wir hier, also eine Themenherausforderung ist das dann, glaube ich, dass wir hier das oder irgendein Relikt halt holen. Das ist ja erstmal ganz geil. Ich glaube, das gibt jetzt nicht so viele Punkte, aber ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon 10.000 Nitro-Punkte, was auch hauptsächlich den 65% Boost geschuldet ist, weil ja, es ist halt schon relativ OP im Gegensatz zu den alten Grand Prix, ne? Da gab es ja, ich glaube, maximal 50%. Ist schon nicht schlecht. So, ach, die habe ich auch direkt bekommen. Super. Joa, und jetzt spiele ich hier wieder mit Megumi. Ich habe jetzt die ganze Zeit vorher mit verwandelt noch gleich. Tja. Wenn ich die mal kennen würde. Isabella war das, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich habe jetzt schon wieder verkackt hier. Ich habe die ganze Zeit mit Isabella gespielt, weil das war halt der erste Skin, der so verfügbar war gestern. Weil die Grid Girl Skins bringen halt tatsächlich, also die Legendary Skins von denen, die man jetzt im Pitstop freischalten kann. Alter, das ist so ein Scheißversuch. Die geben jetzt tatsächlich 25% Boost und der Charakter selber, glaube ich, nochmal 10. So kommt man dann auch auf so 65% und sowas. Das ist dann schon nicht zu verachten. Dann fahre ich sogar mit den Grid Girls, auch wenn ich die eigentlich nicht mag. Aber ich muss sagen, Isabella und Megumi gehen eigentlich klar. Bei den anderen beiden, Biss und die andere habe ich schon wieder vergessen. naja, geht so. Ah, Megumi fand ich eigentlich schon immer ganz okay. Bei Isabella finde ich es ganz lustig, dass sie jetzt einfach aussieht wie Pink, aber ich habe mich jetzt mal für Megumi entschieden, weil ich halt mit der jetzt noch nicht gefahren bin in jüngster Vergangenheit und ja. Mal schauen, ob das was wird hier. Im Notfall stelle ich das Ganze auch einfach mal auf leicht. Die Reliktzeiten sind ja aber bei leicht angeblich ein bisschen angepasst, sodass wir da vielleicht dann definitiv die Chance haben auf Platin. Ja, aber ich versuche es erstmal nochmal so. Aber das ist schon eine ziemlich schwere Herausforderung. Also, ist natürlich jetzt erstmal subjektiv, aber ich glaube, auch objektiv ist das wirklich eine der schwersten Relikt-Herausforderungen. Auch vor allem jetzt von den Grand Prix-Strecken, weil die Kisten einfach extrem blöd platziert sind. Ich habe es auch immer noch nicht heraus mit Blue Fire, aber das ist eigentlich beim Reliktrennen erstmal nebensächlich. Natürlich schön, wenn man es hat, wenn man es kann. Toll. Und diese Stelle ist auch immer scheiße. Aber diese Kisten da allein schon, die sind so scheiße. Und warum habe ich mir nicht gestartet? Ich weiß es nicht. 48 Sekunden waren es, glaube ich, ne? Weiß ich noch von gestern. Die wir hier schlagen müssen. Es wird noch was dauern. Es wird noch was dauern. Und ich habe mich tatsächlich auch mal an der. Ich springe doch. Ich verstehe das nicht. An der Stelle kriegt man einfach irgendwie nicht so richtig. Es ist so ein bisschen wie bei prähistorischer Spielplatz, wenn man diese Runde am Ende hochfährt. Über den ersten Hügel da kann man irgendwie sehr schwer drüber springen. Man kann das, glaube ich. Aber ich kriege das irgendwie nur sehr schwer hin. Also entweder muss ich da irgendwie fest die Taste drücken oder ich muss einfach nur Glück haben, wirklich im richtigen Moment zu drücken. Das ist eine sehr merkwürdige Sache da. So ähnlich scheint das gerade hier zu sein. Finde ich nicht gut. Und da bin ich nicht hochgekommen, ist nämlich auch nicht gut. Ja, schauen wir mal, was draus wird hier. Ja, das war okay. Da jetzt auch ein bisschen mehr Anlauf, sage ich mal. Okay, gleich muss ich links lang. Ob ich mir das merken kann, ich weiß es nicht. Jetzt fahre ich auf jeden Fall auch mal links lang und versuche mal durch das Ding zu springen. Ja, also von links kriege ich es irgendwie besser hin. Ich weiß nicht, ob das wirklich platztechnisch ein bisschen besser ist oder ob ich das einfach vom Winkel her. Vielleicht ist die Kiste besser platziert. Das kann durchaus sein. Dass die Kiste vom Winkel her einfach besser platziert ist, dass man da reinspringen kann. Weil die Kiste rechts halt wirklich auch eher rechts platziert ist. Das könnte ich mir vorstellen. So, bitte. Triff die Kiste. Ja. Jetzt brauche ich nur noch die ganz links. Die war aber bisher immer die schwierigste für mich zu holen. Was die Sache jetzt nicht einfacher macht. Und der Zeitdruck macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Die hier fehlt noch, okay. Habe ich bekommen. Jetzt rechts lang. Scheiße. Jetzt links lang, das weiß ich noch. Eieieiei. Ja, ich kann die Zeit eigentlich auch schon wieder knicken, würde ich sagen. Aber Gold sollte jetzt drin sein, finde ich. Persönlich. Aber hier ist man halt so unglaublich langsam, wenn man eben keinen Blue Fire hat. Und das ist halt beim Relikt nicht wirklich möglich, finde ich, das aufzubauen. Ja, super. Toll. Ja, so kriege ich auch kein Gold.
So kann ich einfach alles knicken. Boah, ey, das ist so unglaublich schwierig. Was haben die da gemacht, sag mal? Ja, aber ich habe jetzt nicht nur generell, fuck. Ey, jetzt springen die sogar drüber. Was ist das denn für eine Scheiße? Ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe nicht mal Saphir jetzt bekommen in dem Versuch. Scheiße, ey. Ja. Ich habe auch mal die Herausforderung, diese... Habe ich das nicht gerade mal angefangen zu sagen? Ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, nie fertig gebracht. Es gibt eine Profi-Herausforderung, da muss man auf der Heißluftbahn die Ring-Herausforderung machen. Und ich glaube, 700.000 sind das Knacken. Ich habe es jetzt zweimal versucht. Mein... spring doch da hoch, dumme Sau. Das höchste war, glaube ich, irgendwas mit 412.000 oder so, die ich bekommen habe. Das waren, glaube ich, 4-5 Runden, die ich gefahren bin. Eieiei. Ja, wobei müssen eigentlich mehr gewesen sein. Ich meine, es wurde mal hochgerechnet, irgendwie 10 Runden oder sowas müssten es dann sein, die man fahren muss. Ist auf jeden Fall richtig knackig, also... Das ist auf jeden Fall bisher die schwerste Herausforderung, die es in einem Grand Prix gab, zu knacken. Und das, obwohl da jetzt auch Herausforderungen wieder anstehen, wie den Oxidgeist auf den Drachenminen zu schlagen. Das habe ich tatsächlich im First Try geschafft gestern. Ich glaube, das kann ich mittlerweile einfach. Wobei ich auch sagen muss, ich war halt wirklich richtig gut, was das U-Turning angeht. Ich habe in jeder Runde das U-Turning hinbekommen. Okay, vielleicht nicht mit dem besten Outcome dann. Da habe ich halt vielleicht wieder ein bisschen Turbo verloren. Aber an sich bin ich da echt mit U-Turning durchgekommen. Ohne größere Probleme. Und das fand ich schon mal ziemlich geil. Ich hasse diese Kisten. Ich hasse sie. Aber es ist halt bei weitem nicht mehr das Schwerste an den Challenges. Da gibt es jetzt halt richtige Knacker-Sachen. Also das haben sie jetzt in dem Grand Prix gefühlt auf jeden Fall deutlich hochgeschraubt. Dass die Profi-Herausforderungen wirklich nur für richtige Profis sind, für extreme Profis. Ohne Scheiß, also da muss man schon was auf dem Kasten haben für diese Ring-Herausforderungen. Aber es kann auch sein, dass man da jetzt mit zum Beispiel einem Turn-Charakter deutlich besser dran ist. Das möchte ich jetzt nochmal ausprobieren und das würde ich auch gerne mal onscreen einfach ausprobieren und auch einfach mal zeigen, wie die Ring-Herausforderung so aussieht, gerade jetzt auf dem... Also ich meine, die habe ich ja schon mal gezeigt jetzt hier auf der Strecke, aber auf der Heißluftbahn. Scheiße, damit habe ich schon mal Platin verkackt. Schön. Wenn ich das nicht sowieso schon getan habe, wegen dieser einen Stelle hier vorhin am Anfang. Ich weiß auch nicht, wo ich langfahren muss. Links. Und jetzt nochmal links, ne? Ne, jetzt rechts. Schön. Ja, jetzt habe ich es eh verkackt. Naja, ist auf jeden Fall eine knifflige Sache. Möchte ich zeigen und ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Turn-Charakter oder mit generell vielleicht einem Accelerator irgendwas, auf jeden Fall was noch eine bessere Steuerung hat als der Speed-Charakter, die Speed-Engine muss man ja eigentlich mittlerweile sagen, würde ich gerne mal versuchen, weil man halt ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich auch Instant Blue Fire bekommt und alles, also das ist schon ziemlich krass. Okay, das war jetzt irgendwie relativ gut geschafft, Gold zumindest mal. Finde ich gut, dafür bekomme ich jetzt mal wieder einen fetten Boost. Draufgänger hellblau. Okay, ich will aber Platin haben. Verdammt. Ich will jetzt Platin haben. Was habe ich gesagt gerade? Ach so, ja genau, man bekommt Instant Blue Fire irgendwann und dann geht's halt eigentlich wirklich nur noch darum zu lenken. Da ist halt so die Sache. Ein Turn-Charakter zum Beispiel wäre da wirklich ganz geil. Aber ich weiß natürlich dann nicht, inwiefern die Lenkung, die man dann dadurch hat, die Zeit am Anfang kompensiert, die man halt vielleicht nicht so... Ja, scheiße. Die man vielleicht nicht so konkurrenzfähig fährt und da wird man natürlich nicht so viel Zeitpuffer rausschlagen können und alles. Die habe ich auch bekommen, Wahnsinn. Aber ich habe eigentlich schon vorher ein bisschen verkackt jetzt. Das Blöde ist nur, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich verkackt habe. Hier auf jeden Fall jetzt. Ja, komm, wieder. Ey, das ist so eine Scheißstrecke, ganz ehrlich. Also für das Rig, das ist einfach nur hart. 49 waren es übrigens. Wow, wir haben eine Sekunde mehr, als ich eingeplant hatte. Das macht die Sache nicht besser. Die drei Strecken sind einfach das Schlimmste. Die drei Kisten sind einfach das Schlimmste. Aber ich habe sie jetzt sogar bekommen und gleichzeitig die Kiste unten bekommen, auf der ich landen muss. Sodass ich jetzt eben mir auf der rechten Seite diesen Kack ersparen kann. Da so richtig blöd. Ah, jetzt ist Blue Fire wieder weg. Ich hasse es.
so richtig blöd rumzugurken und beide Kisten auf einmal zu holen, weil ich links die Kiste eben nicht bekommen habe. Und es ist halt auch teilweise hier sehr schwer zu driften mit den Kisten. Oh, sehr schön. Es ist so gut, wenn ich hier direkt zwei Kisten auf einmal hole, dann habe ich zwei Versuche für die letzte Kiste. Und das ist schon echt viel wert. Bisher sieht der Versuch noch ganz gut aus. Aber ich bremse hier lieber jetzt mal ab. Fahre jetzt rechts rum, damit wir gleich auf jeden Fall nur noch links rumfahren müssen. Ich weiß nur leider schon gar nicht mehr, wo ich am Anfang lang fahren muss bei der ersten Runde. Nein! Ach komm! Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das war so ein guter Versuch und dann springe ich an dieser Scheißkiste vorbei. Ja, geil. Alles versaut. Das ist auch so eine Kiste, die kann man einfach nicht nochmal holen irgendwie in einer anderen Runde. Das geht nicht. Das habe ich jetzt verkackt. Richtig geil. Ich wollte schon sagen, jetzt kriege ich wahrscheinlich sogar in der zweiten Runde die Kiste noch. Wenn ich die gar nicht kriege, ist es eh egal. Ist eh egal, was ich vorher verkackt habe. Das ist die schlimmste Kiste. Und an der hätte ich es auch auf jeden Fall noch verkacken können. Aber das hier ist natürlich eine richtige Scheißsache. Vor allem, weil es auch so eine Kiste ist, die muss man einfach echt nicht verpassen. Es waren jetzt 2 Sekunden, glaube ich, in der Kiste selber. Wow, und da fahre ich auch dran vorbei. Ich meine, jetzt ist es eh relativ egal. Wobei, hätte ich die gekriegt, vielleicht hätte ich es noch schaffen können. Alter, hätte ich die gekriegt, hätte ich es noch schaffen. Nein! Ach komm! Ey. Und es ist machbar. Es ist sowas von machbar. Wenn man halt einfach Glück hat und die Kisten alle getroffen werden. So. Oh Mann. Ich meine, es ist jetzt nicht so eine Sache, dass ich hier wirklich alle Kisten haben will. Ich will wirklich einfach nur das Relikt haben. Wobei es dafür kein physisches Relikt gibt. Im Game. Ja, geil. Wieder übers Ziel hinausgeschossen. Für den Arsch, echt. Wenn man allein diese Stelle schon schafft, spart man sich natürlich schon 2-3 Sekündchen. Ach, es muss halt einfach alles passen. Aber es wird gleich alles passen. Leck mich. So lange, bis ich das schaffe. Ich habe bisher überall Platin geholt, die Platin-Zeit geknackt. Auf Mittel, nicht auf Einfach. Glaube ich zumindest, oder? Habe ich nicht irgendwo mal auf Einfach gestellt? Ich erinnere mich da gerade an irgendwas. Ach, und an den beiden Kisten am Ende werde ich wieder scheitern. Aber ganz ehrlich, wenn ich sonst eigentlich nirgends verkacke, geht das sogar. Die Sache ist aber, ich habe hier schon verkackt. Das ist das große Problem. Das heißt, ich hätte das jetzt eigentlich lassen sollen. Ganz ehrlich, ne? Scheiße. Ich hätte es eigentlich lassen sollen, die zu holen. Weil ich höchstwahrscheinlich eh schon, wenn ich alle Kisten bekomme. Also was heißt höchstwahrscheinlich, aber ich muss jetzt beide Kisten treffen am Ende. In den beiden Runden. Und ich treffe, wenn überhaupt, schon nur in 2 Runden die ganz links. Also bei 2 Versuchen. Deswegen bezweifle ich das halt, dass ich das überhaupt schaffe. Die Kisten am Ende hier zu kriegen. Ja, vor allem, wenn ich einfach zu früh abspringe, ja. Jetzt habe ich es definitiv am Ende verkackt. Und dadurch, dass ich das jetzt hier am Anfang versucht habe, also alle Kisten zu kriegen, kann ich das hier eigentlich auch schon komplett knicken. Den ganzen Versuch. 15 Sekunden. Bonus gibt es dann ja auch nicht. Aber es fehlen doch jetzt nur die Kisten am Ende, oder? Die beiden. Sonst hätte ich alles gehabt soweit. Klar, den Fehler da mit der Drauflanden-Kiste hat Zeit gekostet und so, aber ansonsten nur am Ende da das Problem mit den beiden. Ich krieg die nicht. Ja. Sonst hätte ich das jetzt so nochmal versuchen können. Ob das überhaupt möglich ist, ich weiß es nicht. Es hätte zeitlich auch nicht hingehauen, wie man sieht. Aber theoretisch kann man das sogar versuchen. Aber ich würde sagen, wenn man den Anfang da verkackt hat mit dem Drauflanden, dann haut das zeitlich auch nicht mehr hin. Außer man fährt halt sonst wirklich richtig gut. Das war zum Beispiel. Ich will eigentlich schon hier links und rechts immer die Kisten in einer Runde holen. Wobei das jetzt nicht so schlimm ist, wenn man das nicht macht, weil in der dritten Runde fahre ich da eh nur in der Mitte durch und da gibt es irgendwie echt nicht so viel Turbo. Weil die Stellen irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Ja, apropos merkwürdig. Das ist eigentlich okay. Dann muss ich da halt in der Mitte noch hoch. Dafür bin ich jetzt aber auf jeden Fall auf der Kiste gelandet. Ist eigentlich erstmal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Hier muss ich übrigens mal ein bisschen driften, damit ich jetzt hier nicht meinen Blue Fire verliere.
doch schon ganz geil ist, mit Blue Fire hier weiterzufahren. Am Ende des Tages ist natürlich auch immer noch ein Zeitrennen. Darf man nicht vergessen. Da ist Turbo natürlich auch wichtig. Aber das ist definitiv kein Rennen, was man über Turbo gewinnen kann. Also von wegen so, ey, ja, ich mache jetzt einfach nur auf Turbo hier. Ich würde jetzt gerne die Kiste hier holen. Dann die Kiste hier. Ne, hier ist gar keine. Scheiße, ach fuck. Ja, ich habe es immer noch nicht so ganz raus, wo die Kisten waren. Ach scheiße, jetzt habe ich es komplett verkackt wieder. Geil. Und warum will ich jetzt unbedingt links lang fahren? Weil ich so gewohnt bin, in der zweiten Runde die hier zu holen. Und hier ist man in der zweiten und dritten halt einfach langsam. Wenn, also ich bin hier langsam. Das ist schlecht. Zeittechnisch sieht das Gefühl echt richtig gut aus, aber es ist gar nicht so gut. Das ist das Problem dahinter. Boah, ich habe hier alle Kisten am Ende. Mano. Warum muss ich das am Anfang verkacken jetzt? Mann. Also was heißt verkacken? Ich muss jetzt eigentlich nur diese eine Kiste holen. Und hier halt ein bisschen Zeit investieren, klar. Aber das muss ich ja bei den meisten versuchen sogar. Jetzt weiß ich nicht. Fuck, okay, es war rechts. Das wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Das hat mir vielleicht jetzt das Genick gebrochen in dem Versuch. Ich wollte doch driften. Mensch. Jetzt hier wenigstens ein bisschen Turbo gehabt. Oh, scheiße. Aber wir haben noch Chancen auf den Turbo. Auf den Boost, auf den Zeitboost, Bonus. Und eigentlich sieht es ja noch ganz gut aus. Wenn ich jetzt nicht noch den Riesenbock schieße. Ja, das muss jetzt was werden. Das muss was werden. Meine Güte. Hat lang gedauert. Hat echt lang gedauert. Das war nicht mein bester Run, aber ist egal. Platin. Meine Güte. So. Was hat mir das gebracht? Nichts, ich weiß, aber darum geht's ja nicht. Ja, beenden. Gehen wir komplett ins Hauptmenü. Denn jetzt braucht man natürlich noch die Oxidgeister, also die Tropie und Oxidgeister, besser gesagt. Gibt ihr jeweils nur einen auf der Strecke. Natürlich müssen wir dafür auch erstmal eine gute Zeit raushauen. Was ja auch so eine Sache war, die nicht immer direkt geklappt hat, den Tropie freizuschalten. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier beim Koala-Karneval wird. Gut kann ich die Strecke auf jeden Fall noch nicht. Natürlich bleibe ich auch bei meinem Setup. Auch definitiv nur wegen dem 65 Boost. Wobei ich es auch ganz geil finde, mit diesem Autoscooter-Auto zu fahren, muss ich sagen. Aber Megumi nehme ich jetzt hauptsächlich deswegen, weil 35% insgesamt bringt das Ganze mit ihr. Ist schon ganz gut. So. Ich muss hauptsächlich jetzt den Blue Fire Turbo am Ende halten. Wie lange ich den halten kann, generell überhaupt, weiß ich nicht. Wie lange ich das schaffe, weiß ich auch nicht. Aber jetzt kann ich einfach mal wieder fahren, ohne auf diese Scheißkisten zu achten. Für den Anfang brauche ich eigentlich auch noch eine Solution, weil hier Turbo ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ich fand es zumindest bisher immer ziemlich schwierig. Aber ist ganz geil, mal wieder durchzurauschen einfach. Hier auch auf jeden Fall die mittlere Rampe nehmen. Ich glaube, die anderen beiden geben auch keinen Blue Fire. Braucht man aber. Also ich denke, Oxid würde auf jeden Fall wieder mit Blue Fire durchjagen. Vielleicht nicht unbedingt alle drei Runden. Aber Blue Fire wird er auf jeden Fall haben. Das ist eigentlich safe. Wir haben das gerade auch. Was ich ganz schön finde. Ich habe es auch nicht verloren, wie meistens hier. Und ich muss sagen, mit der Geschwindigkeit finde ich es eigentlich ganz passabel zu fahren. Da macht es dann auch wieder langsam ein bisschen Spaß. Ich bin halt gestern hauptsächlich jetzt auch wegen den Grid Girls Skins noch ein bisschen online gefahren. Leider auch in der Zeit, wo es noch kein Wochenendbonus gab. Wie ich dann später erst beim Rick im Stream mitbekommen habe vom Platin Keks. Gab es das gestern erst ab 22 Uhr. Finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, ist so und habe ich mich mit abgefunden. Ja, auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, so 10 Rennen oder sowas gefahren und 5 davon einfach auf dieser Strecke. Das waren schon wieder gute alte Twilight Tour Zeiten. Prähistorischer Spielplatz war ja auch nicht viel besser. Also. Ich finde, bei den letzten beiden Grand Prix ging das eigentlich voll klar. Okay, ja, es war immer noch relativ häufig, dass dann die Spyro-Rennstrecke oder Rennbahn oder Ninas Albtraum gewählt wurde, aber trotzdem nicht so krass wie bei den ersten beiden Grand Prix. Und hier ist es jetzt auch wieder komplett eskaliert. König Huhn habe ich geschlagen. Okay, ist das die Oxidzeit dann vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass wir damit schon
konkurrenzfähig gewesen wären. Also ich glaube, wir hätten Oxid damit schlagen können. Schauen wir uns das jetzt an, wenn wir gegen Chopi fahren. Der wird irgendwann mit 2 Minuten, ich weiß nicht, was hat er jetzt? 2,49, glaube ich. Also ich glaube 1,49 meine ich. Ich glaube 2 Minuten 11 oder sowas vielleicht. Ich glaube, so krass wird der nicht sein. 2 Minuten 8, ja, genau. Ja, und Oxid wird wahrscheinlich auch so bei 1,50 dann ungefähr sein. Könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, ich denke, ich hätte ihn schon geknackt. Aber das Blöde ist, ich war jetzt eigentlich schon wieder dumm. Weil ich muss ja meinen eigenen Rekord noch brechen. Ich wüsste spontan jetzt erstmal nicht, was ich großartig besser machen soll. Weil das war eigentlich schon ganz geil gefahren. Ich bin am Anfang nirgendwo gegen und so, hab dann Blue Fire bekommen und den eigentlich auch durchweg gehalten, ne? Ich glaube, den habe ich nicht verloren und ja, wie soll ich das noch großartig besser machen? Weiß ich nicht. Ich muss ihn halt schlagen für die Themenherausforderung, ist das, glaube ich. Bringt wieder, ich glaube, 500. 500 oder 750 sogar. Mit Booster natürlich entsprechend mehr. Ist schon eklig jetzt. Ich habe mal wieder nur daran gedacht, von wegen, ja, ich muss Geister schlagen, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich ja meinen eigenen auch schlagen muss dafür. Für die Herausforderung. Ja, vielleicht bin ich ja irgendwie mal eine Millisekunde schneller oder sowas. Das reicht ja schon. Hier einfach ein bisschen besser die Turbofelder vielleicht erwischen. Oder generell weiter innen fahren oder irgendwie sowas. Vielleicht bringt das auch was. Ich habe meinen eigenen Geist nicht eingestellt, fällt mir ein, ne? Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ja, ich meine, ich sehe ja am Ende dann, ob ich schneller gewesen bin. Vielleicht mache ich auch den größten Bockmist aller Zeiten hier. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht meine Bestzeit schlagen kann. Und ich glaube, bei der Ringherausforderung wäre ich jetzt auch deutlich besser hier aufgestellt, auf der Strecke. Aber Heißluftbahn, eieiei, das wird lustig. Hier habe ich jetzt leider nicht so viele Turbofelder erwischt, wie ich gerne hätte. Blue Fire hält zwar noch, aber... Alter, wo muss der Tropie einfach? Ich meine, gut, klar, der hat... Wie viele Sekunden Rückstand gehabt? 18 oder so? Mein Geist. Und so lange ist die Strecke jetzt auch nicht. Das ist ja schon über die Hälfte der Strecke. Ich habe gerade Blue Fire verloren, oder? Und jetzt habe ich ihn noch nicht gut mitgenommen. Scheiße. Okay. Jetzt habe ich verkackt. Also nicht gegen Tropie, das ist auf keinen Fall, aber ich habe meine eigene Zeit auf jeden Fall nicht geschlagen. Ärgerlich, weil das sah eigentlich ganz gut aus. Also es war auch genauso ein guter Versuch wie gerade eigentlich. Nur habe ich jetzt halt am Ende einfach verkackt. Wobei das tatsächlich gar nicht so viel war jetzt, so viel Zeit. Nicht schlecht. Ich dachte, das wäre deutlicher, also... Zeitreise habe ich jetzt gewonnen. Keine Ahnung, was das war. Tropie schlagen vielleicht? Nein, nicht neuer Versuch. Ach, unnötige Ladezeit. Wobei, das sind kurze Ladezeiten, stimmt. Verlassen. So, beenden. So, ich bin auf die Zeit gespannt. Also ich glaube, das ist eine 1,50. Viel weiter unten wird es nicht sein. Maximal 5 Sekunden noch. Hätte ich nicht verkackt, hätte ich meine Zeit auf jeden Fall geschlagen. Das heißt, da war auf jeden Fall noch was drin. Aber es kann eigentlich nicht so viel sein. Ja, tatsächlich. Ich hätte sie geschlagen. Es war tatsächlich die beste Zeit in der Liste. Schön. Gut zu wissen. Dann muss ich jetzt einfach nur noch... Ja, am besten schlage ich mich selber. Dann schlage ich nämlich den Oxid und ich bekomme die Herausforderung abgeschlossen. Ansonsten ja, darf ich nur minimal langsamer sein als mein Geist. Aber dann muss ich auch hier wieder sagen, war der Geist auf jeden Fall deutlich einfacher, also beide Geister deutlich einfacher zu besiegen, als das Reliktrennen zu meistern. Ja gut, aber das ist eigentlich nicht so unbedingt eine Seltenheit auch. Im ganzen Spiel, aber auch bei den Grand Prix-Strecken durchaus. Gerade bei so einer Strecke, wo man einfach an jeder scheiß Rampe eine Kiste platzieren kann, was das Ganze unglaublich fies macht. Oxid zieht hier ordentlich weg am Anfang. Und warum bin ich da so komisch hochgesprungen? Das ist nicht gut. Ich meine, ich werde ihn trotzdem schlagen, komm. Vielleicht nicht unbedingt First Try, wenn ich hier wieder Blue Fire irgendwie verkacke. Aber ich denke, wir haben eine serielle Möglichkeit. Eine serielle. Serial Boss. Universal Serial Boss vielleicht sogar. Können wir es im PC stecken. Lang zu springen ist, finde ich eigentlich ganz okay, aber
Oxid fährt einen anderen Weg. Und da fährt er links lang. Das ist vielleicht auch ganz geil. Warum fährt denn er da unten lang? Kriegt er überhaupt Blue Fire? Oder bekommt er es überhaupt gut gehalten? Ja, apropos gut halten. Das war scheiße. Und ich werde meine Reserven hier sehr aufbrauchen. Ich hoffe, ich kriege viele Turbofelder hier. Ist okay, glaube ich. Ja. Ich glaube, reserventechnisch sieht es ganz okay aus. Trotzdem kritisch. Hätte ich besser machen können. Minimal vor Oxid. Aber das kann sehr schnell umschwenken. Jetzt fährt er auch den Weg, den ich lang fahre. Mit dem Gedöns hier rechts. Eieiei. Ich habe noch Blue Fire. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jetzt muss ich es auch wieder halten hier an der Stelle. Das war gut. Das war gut. Das war wichtig, der Sprung. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch, also Anführungszeichen nur noch, hier innen bleiben. Hoffen, dass ich Turbofeld erwische. Und ins Ziel fahren. Ist eine knappe Sache. Aber ich habe sowohl mich geschlagen, als auch Oxid. Wunderbar. Passt. Kann man machen. Dafür bekomme ich jetzt nichts, was? War das jetzt doch eine andere... War das einfach nur, fordere deinen Geist nochmal heraus, oder was? Keine Ahnung. 12.715 hatte ich. Ich gucke jetzt mal nach. Vielleicht ist das mal wieder so ein... Das finde ich auch ein bisschen blöd, dass sie immer noch nicht gefixt haben, dass man einfach immer noch manche Herausforderungen nicht als abgeschlossen angezeigt bekommt im Endscreen. Nö, bleib dabei. Besser als du selbst. Erreiche die Bestzeit und schlage sie dann. Hä? Wann habe ich das denn bekommen, bitte? Ich verstehe das halt gerade nicht. Ich meine, habe ich die vorhin bei Tropy bekommen oder was? Ich muss die eigentlich jetzt bekommen haben. Ich habe kein Zeitrennen gemacht vor diesem Part jetzt hier. Dann habe ich die Bestzeit gefahren. Und dann habe ich sie bei Tropy nicht geschlagen, weil ich da zu langsam war. Und jetzt habe ich sie geschlagen mit Oxid und habe das irgendwie... Habe jetzt keine Punkte dafür bekommen und habe das irgendwie schon vorher gehabt. Keine Ahnung, muss ich mir auch nochmal im Video angucken. Finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig, weil eigentlich ist das nicht so richtig gewesen jetzt. Habe ich dafür überhaupt Punkte bekommen insgesamt? Oder ist jetzt einfach abgehakt und ich habe die Punkte nicht bekommen? Fände ich sehr scheiße. Wirklich. Na gut. Ich habe generell aber ja schon relativ viele Punkte. Dafür, dass gerade mal der zweite Tag ist. Morgens. Um 12 Uhr. Ich werde heute noch eine Menge online fahren wieder. Allein für die ganzen Coins. Und dann kriegen wir hier wahrscheinlich auch die ein oder andere Herausforderung abgeschlossen. Und das hier möchte ich mir jetzt nochmal anschauen. In einem separaten Part wahrscheinlich. Passt jetzt ganz gut. Dann kann ich das auch direkt mit An- und Abmoderation machen. Das gucken wir uns dann im nächsten Part nochmal genauer an. Das passt auch eigentlich noch ganz gut trotzdem in diese ganze Grand Prix Thematik. Das ist ja jetzt alles hier in der Grand Prix-Playlist von CTR. Es gibt ja eigentlich auch noch ein eigenes Let's Play dazu. Aber das ist ja jetzt im Zuge dieses Neon-Circus-Let's Plays, Grand Prix, ist es ja jetzt released worden, dieser neue Modus. Und entsprechend gibt es jetzt Herausforderungen für diesen neuen Modus. Und deswegen passt das auf jeden Fall zur Thematik Grand Prix. Und deswegen können wir das auch wunderbar in diese Playlist packen, ohne dass das jetzt irgendwie ein Stilbruch ist oder irgendwas. Das nur mal vorweg. Ja, und die 700.000 würde ich tatsächlich mal versuchen, mit einem Charakter mit mehr Lenkung rauszukriegen. Wen wir genau nehmen, also mit welchen Stats wir jetzt genau eine Person nehmen, ich würde bei meinem Setup bleiben, weil gibt halt einfach ordentlich Nitro. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann gleich wieder dabei seid beim nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.